Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Bausimulator 2015. Im Moment, da machen wir unseren ersten Lehrgang hier im Let's Play vom Bausimulator 2015. Und zwar in dem Lehrgang, den wir im Moment machen. Da lernen wir die Steuerung vom Pritschenwagen mit Kran kennen. Und da würde ich sagen, lasst uns auch mal weiter üben. Wir steigen also wieder in den Pritschenwagen mit Kran ein und üben dann mal genau fleißig weiter. Und zwar haben wir ja schon im vorherigen Teil diese vier Paletten da drüben aufgeladen. Und die müssen wir jetzt hier in der gelben Zone abladen. Und wenn wir das dann getan haben, geht es wieder darüber. Wir laden die nächsten Sachen auf, bringen die dann wieder hier rüber, bis wir dann alles hier fertig abgeladen haben. So, also machen wir mal die Seitenwände wieder runter. Klappen die mal runter. Und was war es für eine Taste? Ich glaube Q zum Ausfahren, ne? Oder war es E? E. Okay. E zum Ausfahren der Stützen. So erinnere ich mich also noch richtig dran. Wunderbar. So, jetzt sollten sie auch hier hinten ausfahren. Genau, da gehen sie hoch. Und wir haben den wunderbar abgestützt. Also er steht stabil und dann können wir jetzt den Kran ausfahren. Ah, ich muss jetzt den Modus wechseln. Genau, so, jetzt sind wir im Kran. Haben wir den Kran ausgewählt, steuern also den Kran und den fahren wir jetzt einmal aus und nehmen dann erstmal die Palette, die etwas weiter von der Ladebordwand wegsteht. Also entweder das mit dem Holz oder hier mit den Verschalungselementen, was das glaube ich sein soll hier. Also von uns aus gesehen im Moment die linke Seite. Das sollen glaube ich Verschalungselemente sein, wenn ich da richtig liege. So, dann mal schön ausfahren das Ganze. So, da haben wir sie angehakt und einmal in dem gelben Bereich absetzen, aber am besten möglichst weit in die Ecke. Drehen können wir das mit Q und E. Drehen wir es mal so, dass es schön da hinten in der Ecke drin sitzt. Gucken wir mal, wie weit kann er. Wir gucken mal kurz, wie weit er eigentlich den Arm ausfahren kann. So, jetzt sollte er in der letzten Stufe sein. Also das ist jetzt hier wirklich Maximum. Also so weit schafft das, dann kann man natürlich hier noch den Ganze noch ein bisschen absenken, also ein paar Meter kann man vielleicht noch rausholen, aber so ist es wirklich das Maximum, was geht. So, müssen wir ein bisschen einfahren und dann können wir das Ganze schön hier in die Ecke reinstellen. Genau, perfekt. So, und das erste ist abgeladen und weiter geht's mit der nächsten Palette. Jetzt würde ich sagen, oh, habe ich das wieder hochgeklappt? Habe ich aus? Ja, stimmt, ich habe eben Y gedrückt, weil ich dachte erst Y wäre zum Drehen, aber dann ist mir eingefallen, ist ja Q und E, deswegen waren eben die Ladebordwände hochgeklappt. Genau, weil ich eben Y gedrückt hatte, weil ich eben, wie gesagt, dachte, dass man damit die Last dreht, aber es war ja Q und E, ist mir danach wieder aufgefallen. So. Das Holz stellen wir mal so davor, würde ich sagen. Auch wieder schön gedreht. Wunderbar, also lässt sich wirklich richtig einfach steuern. Sehr simple, aber wirklich auch gute Steuerung. Also gefällt mir auf jeden Fall, ist gut umgesetzt. Hier kann man wirklich richtig einfach, lässt sich das Ganze bedienen. So, das Holz ist abgeladen. Jetzt kommt die nächste Palette dran und zwar würde ich sagen, kommen jetzt die Dachziegel. Ihr seht, es geht auch ziemlich flott. Aber irgendwie habe ich gerade wieder keinen Sound, ne? Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hoffe mal, dass es dann nächstes Mal wieder da ist, der Sound. Also ich höre gerade gar keinen Motorsound und so. Naja, vielleicht kommt der Motorsound ja wieder, hoffen wir mal. Wir hören nämlich auch gar nichts vom Kran oder sowas. So, schön hier alles dicht auf dicht stellen. Ist halt schon ziemlich ärgerlich, wenn da kein Sound da ist. Aber ich habe es ja hier. Optionen. So, alles eigentlich. Ah! Da ist wieder Sound da. Stellen wir es mal wieder auf 1 runter. Ich hatte es halt auf 1 eingestellt, weil kann es einfach sein, dass vielleicht auf 1 irgendwie der Sound entweder so leise ist, dass man nicht hört. Oder dass da einfach noch ein Bug ist, dass der Sound bei 1 einfach nicht funktioniert. Dann lass uns den Sound mal auf 2 lassen. Wahrscheinlich liegt es einfach daran. Wahrscheinlich, weil ich den Sound auf die niedrigste Stufe, also auf 1 eingestellt habe, funktioniert das bei, passiert es bei mir immer, dass der Sound auf einmal weg ist. Kann sein, dass es noch ein Bug ist oder so. Oder ich habe den Sound einfach gerade zu leise eingestellt und deswegen habe ich es nicht gehört. Aber das glaube ich nicht.
Ich hoffe aber halt mal, dass es jetzt auch so vom Sound her okay ist, dass ihr mich trotzdem noch gut versteht. So, setzen wir das Ganze zurück. Einfach hier die Backspace-Taste, also Zurück-Löschen-Taste drücken, dann Modus wechseln. Das Ganze einfahren, genau. Jetzt gucken wir mal, ob Motorsound da ist. Ja, Motorsound. Jetzt geht's. Stellen wir nochmal auf 1 runter. Also der Sound ist entweder so gering, ich habe gerade so leise eingestellt, dass man es nicht hört. Keine Ahnung, woran es liegt. Also ja, dann stellen wir es halt auf 2 ein. Und ich hoffe, ihr versteht mich dann noch. Und dann sollte es von dem Sound her keine Probleme mehr geben. Gut. Dann haben wir das auch geklärt. So, da hören wir den Motorsound wieder. Wisst ihr was, ich unterbreche kurz die Aufnahme, hören wir mal an, ob das so vom Sound her passt. Vielleicht reguliere ich ja noch ein bisschen was, stelle noch was ein und dann geht's gleich weiter. Also bis gleich. So, es kann weitergehen. Wir hören weiterhin den Motorsound, aber ich habe den Sound ein bisschen reguliert. So sollte es jetzt eigentlich ganz gut sein. Sollte mich gut verstehen, auch noch hier gut was vom Sound, vom Spiel hören. So sollte das hier ein guter Kompromiss sein und wir können jetzt weitermachen mit Überladen. Ja, und hier hört man jetzt auch richtig hier die Geräusche vom Kran und so weiter. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass es zur Zeit, wo ich das jetzt hier aufnehme, noch ein Bug ist hier im Spiel. Vielleicht ist jetzt, wenn der Teil raus ist, das schon irgendwie behoben worden oder so, keine Ahnung. Dass jetzt hier halt der Sound noch, dass der Sound auf einmal ja verschwunden ist. Liegt halt wahrscheinlich einfach daran, weil ich so niedrig eingestellt habe auf 1 und da ist irgendwie noch ein Fehler, dass halt irgendwie dann der Sound auf einmal weg ist. So, aber da haben wir das Ganze ja jetzt geklärt und ich hoffe mal, dass es jetzt sich damit auch geklärt hat, dass dann jetzt auch die nächsten Teile immer Sound da ist. Aber freut mich auf jeden Fall sehr, dass jetzt endlich mal wieder der Sound da ist, dass wir jetzt endlich auch hier den Motorsound und das alles andere hier, die Geräusche vom Kran und hin und her und so weiter und so fort, alles hören. Und es sollte eigentlich auch eine gute Lautstärke jetzt sein, dass ihr mich gut versteht und auch hier noch gut was vom Spielsound hört. So, stellen wir das so dazu, wobei, ja, kommt. Machen wir das, dann noch die Palette hier und dann kommen die Toiletten noch dazu. Ja, und den Generator holen wir dann separat nochmal. Gucken wir mal, dass wir es vielleicht noch in dem Teil alles schaffen, den Lehrgang abzuschließen und im nächsten Teil dann den Sonderauftrag, das Hotel starten können. So, einmal Last anhaken. Also es freut mich jetzt echt richtig, dass es jetzt funktioniert mit dem Sound, ist auf jeden Fall richtig gut. Weil es war schon irgendwie ein bisschen blöd immer, dass wir keinen Motorsound hatten und so. So, dann jetzt das mobile Toilettenhäuschen einmal anhaken. An den Haken nehmen, Last anhaken. So, da ist es dran. Und da stellen wir auch gerade dazu. Genug Platz haben wir noch, aber für den Generator ist dann jetzt hier nichts mehr an Platz vorhanden. Oh, es wird aber auch ein bisschen knapp. Drehen wir das mal. Vielleicht ist dann so ein bisschen. Ja, so passt es dann besser drauf. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Perfekt. So ein bisschen mal rüber drücken. Aber nicht so, dass es da drauf steht. So, dass es sicher steht. So. Okay, das passt. Dann einmal zurücksetzen. Ladebordwände sind schon oben. Wir wechseln den Modus. Fahren die Stützen ein. Naja, wobei, vielleicht wird es mit dem Generator dann erst im nächsten Teil der Fall sein, gucken wir einfach mal, wie schnell wir jetzt mit dem Ausladen sind. So, der hat da hinten auch eine Anhängerkupplung, kann man vielleicht auch dann so diesen kleinen Anhänger oder sowas dranhängen, womit wir den Bagger immer transportiert haben. So, die Stützen wieder ausfahren. Und das stellen wir jetzt hier schön zusammen, wir haben ja eigentlich genug Platz, wir müssen jetzt nicht genauso drauf achten, wo wir was abladen. So, und Action. Wir fahren den Kran wieder schön aus und laden erstmal das Toilettenhäuschen ab, würde ich sagen. Es ist so viel besser, wenn wir den Sound jetzt hier auch haben. Mensch, ist das gut, dass wir das jetzt rausgefunden haben. Dass wir es jetzt wieder hingekriegt haben, dass wir wieder Sound haben. Also ist einfach richtig gut. Ich finde es ja auch mit diesem Kreis da, immer mit dieser Markierung da, richtig gut. Das fand ich auch schon im Bausimulator 2014, also da diese Mobile Version, die für Android und iOS,
fand ich ja auch schon richtig gut, weil da hat man genau gesehen, na, wo ist man jetzt mit der Last über dem Boden gerade, wo bin ich drüber, kann ich es hier gut abstellen und so weiter und so fort. Und hier auch jetzt mit dem Kranhaken und so, passt das alles, wo bin ich gerade drüber, bin ich jetzt gut über der Last drüber, kann ich jetzt gleich anhaken und so weiter und so fort. Also so kann man das echt gut abschätzen, weil, ja, so wussten wir jetzt genau, wo wir jetzt mit dem Kranhaken hier sind. Jetzt sind wir genau über der Last halt. Dann wussten wir, jetzt müssen wir noch absetzen und dann können wir gleich anhaken. So. Wir stellen jetzt einfach hier irgendwie zusammen, dass halt nur noch genug Platz für den Generator am Ende da ist. So. Oder wollen wir den Teil mal gucken? Vielleicht, falls es irgendwie... Gucken wir mal, wie lange wir jetzt brauchen noch, um den Generator aufzuladen und hier abzuladen. Vielleicht machen wir es dann doch in dem Teil, würde ich sagen. Haben wir halt ein bisschen Überlänge. Wird ja wahrscheinlich 20 Minuten dauern, aber das macht ja auch nichts. So. Genau, jetzt noch die Isolierwolle. Können auch mal hier die hochklappen, mal gucken. Wobei das ist eigentlich immer besser, wenn die unten runtergeklappt sind. Dann hat man da keine so Art Wände. Oh, das wollte ich hier gar nicht. Die Last anhaken, genau. Ich habe Y gedrückt anstatt Space. Wobei ich eben eh nicht in Position war dafür. Und so kann man viel entspannter eigentlich, wenn die hier unten sind, da rüber mit dem Kran rüberschwenken, muss er nicht irgendwie aufpassen, bin ich hoch genug über den Ladebordwänden drüber. So, und das Ganze da absetzen und... Ah, wunderbar, das war's schon, aber ich würde sagen, komm, wir machen das jetzt noch mit dem Generator. Das machen wir jetzt noch. Auch wenn der Happe meint, dass wir eigentlich fertig sind und jetzt eigentlich genug geübt haben, bringen wir jetzt den Generator noch rüber. Komm, das machen wir jetzt auch noch in dem Teil. So, dann einmal da hier zurückfahren. So, oh, jetzt ziehen wir ordentlich Drecksspuren. Stützen wieder ausfahren. Und einmal den Generator aufladen. Generator. Schon ein Mods-Teil, richtig groß. Brauchen wir auf jeden Fall die große Ladefläche. Na, das war falsch ausgefahren. So, jetzt können wir erst den anderen Arm weiter ausfahren. Jetzt sind wir erst hängen geblieben. So, und dann kommt der jetzt auch noch auf die Ladefläche und wird verladen. Und haben wir gleich alles hier übergeladen. Ich bin auch schon auf die anderen Leergänge dann gespannt von anderen Fahrzeugen, was wir dann da machen werden. Und ob das alles hier auf dem Testgelände stattfinden wird oder ob man da auch mal ein bisschen auf der Karte rumfährt. Zum Beispiel am Betonmischer, keine Ahnung, wie der dann aussehen wird. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr so genau an den Lehrgang, dann der mobilen Version halt da für iOS und Android, wie das da war. So, den bringen wir noch rüber, den Generator, und dann haben wir es gleich geschafft. Dann ist der Lehrgang zu Ende, dann fahren wir raus und dann gucken wir, dass wir dann im nächsten Teil mit dem nächsten Auftrag beginnen, und zwar einem Sonderauftrag dann. So, komm, stellen wir den gleich mal so quer dazu und fahren das Ganze aus. So, und die Seitenwände aufklappen. Perfekt. So, schön abgestützt. Modus wechseln. Erstmal mit W das Ganze schön ausfahren. Und jetzt können wir auch dann mit der Pfeiltaste anfangen, den nächsten Arm auszufahren. Also mit dem Kreis ist echt richtig gut, weil seht ihr hier, wissen wir genau, dass wir gut in einer guten Richtung arbeiten, um den Generator da jetzt schön runterzuheben. So, den können wir jetzt schön hier absetzen. So, dann haben wir den Auftrag perfekt abgearbeitet, alles erledigt. Jetzt muss noch das Gelände freigemacht werden. Wir switchen also wieder den Modus, fahren die Stützen ein und fahren raus vom Gelände und als Hotel. Hotel auch gleich zu Ende und genau so lang, wie ich es mir zu Beginn der Aufnahme gedacht habe, so lang ist der auch ungefähr geworden. Wunderbar. Einmal runter mit uns.
Perfekt. Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Sehr gut, das lief doch schon ganz gut. Fand ich auch. Und fast nichts kaputt gegangen. Ja, eigentlich so gut wie gar nichts. Na, du machst mir Spaß. Es soll gar nichts kaputt gehen. Also immer daran denken, die Ladung zu sichern, wenn sie auf die Pritsche aufgeladen ist. So, Lehrgang abgeschlossen und dann war es an der Stelle auch schon wieder von dem Teil hier von Let's Play Bausimulator 2015. War auf jeden Fall wieder ein sehr schöner Teil und ich freue mich schon riesig auf den nächsten Teil, wo wir dann hier mit dem Sonderauftrag das Hotel anfangen werden. Bin schon gespannt, was wir da machen werden und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, haut rein. Euer Line Gamer 1, ciao.